Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem weiteren Set von Kobi, und zwar der 2403, dem VW Typ 166 Schwimmwagen. Ich würde sagen, das ist ja so eines dieser ikonischen Sets mit dem Kübelwagen zusammen, den ja Kobi auch auf den Markt gebracht hat. Es gehört zur World War II Serie. Wir haben eine Figur dabei, haben 200 Teile, und ihr seht hier vorne schon, was uns erwartet. Ich finde schon wieder die Details im Hintergrund sehr schön gemacht. Ich finde die Packung sehr, an und für sich sehr wertig gestaltet. Das kennen wir ja alles. Hier oben haben wir nochmal den Typ Schwimmwagen mit dem Schild auch nochmal dazu, was ja die meisten Fahrzeuge irgendwie von Kobi haben. Und das finde ich immer ganz putzig, weil man dann immer gleich die Erklärung dazu hat und man das dann immer relativ schön ausstellen kann. Dann haben wir hier wieder das ScanMe-Schild, www.kobi.eu, das kennen wir. Hier haben wir schon mal die Figur gezeigt. So ein richtig schöner, böser Deutscher, wir kennen es doch. Dann Pet Printed No Stickers, das ist wunderschön. Deshalb ist es auch so beliebt, dieses Set. Ich meine, ohne Sticker, das ist die neue Serie immer, das ist immer sehr gut. Und da hat man keine Probleme damit. Dann haben wir 15 cm in der Länge von dem Modell und 5,5 cm in der Höhe. Auf der anderen Seite sehen wir nochmal den Schwimmwagen. Und hier haben wir diese ganzen Sicherheitshinweise, 6 plus von 0 bis 3 nicht, CE-Kennzeichen, das ganze Zeug, was uns im Normalfall nicht interessiert. Und hier unten haben wir nochmal die Sicherheitshinweise als Text. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal die Packung auf. Dazu nehme ich mal wieder das Messer, ist ja wieder so eine, die man am besten aufschneiden will oder am besten aufschneiden muss, um sie zerstörungsfrei zu öffnen. Dann gucken wir uns die Anleitung an, gucken uns schon mal ein bisschen die Teile an. Und dann fange ich an zu bauen, und ich denke, wir werden hier sehr viel Spaß haben mit diesem Set. So, wir haben es schon mal die Packung überwunden, und jetzt können wir uns zusammen die Anleitung anschauen, wenn ihr wollt. Hier haben wir wieder nochmal die Info Pet Printed. Hier haben wir wie immer auf diesen Kobi-Sets diese Informationen zu dem Set, also wann wurde es gebaut, wann wurde es genutzt, wo wurde es genutzt und wie es besetzt wurde. Ihr könnt euch das nochmal gerne hier anhalten, hier das Video, und euch das durchlesen, wenn ihr da Lust drauf habt. Und dann haben wir ja bei diesen Anleitungen immer hinten die Table Point Karte. Finde ich relativ schade, dass man da die Anleitung auseinanderschneiden muss. Das hätte man schöner lösen können. Dann haben wir hier nochmal Werbung für andere Historical Collection, Panzer und Boote. Auch nochmal für die Junkers. Die Junkers habe ich ja auch, die können wir auch mal zusammen aufbauen, wenn ihr wollt. Und hier hinten haben wir eine Teilliste, das finde ich immer sehr schön. Dann ist es natürlich Kobi-typisch, die Anleitung sehr hochwertig, da gibt es keine Probleme. Und die Anleitung ist klammergebunden, und es ist immer alles ausgegraut, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, ist in Farbe dargestellt. Man muss sich dran gewöhnen, aber ich finde, wenn man sich dran gewöhnt hat, lässt sich danach sehr gut bauen. Dann haben wir Tüten, die wir wie immer live zählen. Haben wir eine Tüte, zwei Tüten, drei Tüten, vier Tüten, fünf Tüten, sechs Tüten, sieben Tüten. Wir haben acht Tüten auf 200 Teile. Das ist eine Ansage. Na gut, wir kennen das alle. Es ist halt von Kobi so, und man muss damit leben. Die Teile werden wahrscheinlich eine super Qualität haben. Ich finde die Farbe sehr schön, dieses Grau-Schwarze. Ich mache die Teile jetzt auf jeden Fall auf. Dann fange ich an zu bauen, und dann zeige ich euch mal ein, zwei Zwischenschritte. Und wenn ich Kommentare dazu habe, dann werde ich euch die zeigen. Werde euch meine Meinung dazu sagen, zu den Zwischenschritten. Und am Ende gibt es wie immer nochmal mein Fazit zu dem Set. Und am Ende eine Kaufempfehlung oder eben Nicht-Kaufempfehlung, je nachdem, wie das Set performt. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Und nach Bauschritt 9 von 39, was übrigens sehr viele Bauschritte sind, 39 für 200 Teile, haben wir auch schon hier die Unterkonstruktion von dem Schwimmwagen fertig. Und man muss sagen, sie haben sich da echt was dabei gedacht. So haben sie zum Beispiel hier unten das wirklich komplett dicht gemacht mit diesen Platten, was am Ende zur Folge hat, dass ja im Endeffekt das wirklich Sinn macht, weil ja ein Schwimmwagen unten komplett dicht ist und jetzt nicht irgendwelche Kanten oder irgendwelche großen Grate da hat. Und das ist da schön. Das haben sie schön gelöst. Da ist kein riesiges Spaltmaß drin. Dann ist die Farbe von den Teilen wirklich sehr, sehr schön. Ich meine, das ist natürlich im Endeffekt Geschmackssache, aber ich finde, dieses Schwarz gibt es viel zu wenig am Markt, auch bei Kriegssachen, weil auch die meisten deutschen Panzer sind ja eher grau statt schwarz. Da gibt es ein paar Ausnahmen, aber ich finde diese Farbe hier wirklich schön. Ich finde, die ist sehr gelungen, die sieht sehr wertig aus. Auch für Kobi-Teile sieht sie sehr wertig aus. Die Teile haben eine 1A-Qualität. Ich muss sagen, die Qualität ist sogar noch besser als der Durchschnitt von Kobi. Und der Durchschnitt von Kobi ist eigentlich schon besser als der Rest. Also das ist wirklich super.
Vom Bauen her macht es riesigen Spaß. Sie haben gerade von Klemmkraft und Baubarkeit hier ein super Mittelmaß gefunden. Es geht sehr schnell voran. Diese neuen Bauschritte haben jetzt vielleicht, sagen wir mal, lange 8 Minuten gedauert oder so. Also das ist wirklich, das geht fix. Und ich denke, wir werden noch sehr viel Spaß damit weiterhin haben. Ich baue jetzt auf jeden Fall weiter und wir sehen uns dann beim nächsten wichtigen Bauschritt. Und wir sehen uns jetzt schon nach Bauschritt 16 wieder. Einfach nur, um euch mal zu den Fortschritt zu zeigen und auch zu zeigen, wie da dann innen aussehen wird und euch einen schönen Druck zu zeigen. Da haben wir doch einiges abzuarbeiten. Auf jeden Fall seht ihr das, dass wir so langsam diese Kübelwagenform hochziehen, wie von Kobi gewohnt. Platte, 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 Platte auf Platte. Das Ding ist stabil, das Ding wird am Ende wie ein Stein. Dann sehen wir hier drinnen, haben wir schon 4 Sitze. Und hier hinten die Klemmenaufnahmen, wo ich dann mal gespannt bin, was wir damit noch machen werden. Dann haben wir hier vorne schon das Lenkrad reingebaut und hier so wie Art Handschuhfach angedeutet. Das sieht sehr schön aus, das ist auch relativ detailliert für so ein 200-Teile-Modell. Und dann haben wir einen sehr schönen Druck. Und da hat Kobi mal wieder die Muskeln spielen lassen. Da haben sie nämlich einen Druck gemacht, der über 2 Steine geht. So, nachdem ich jetzt ein bisschen mit dem Fokus gekämpft habe, kann ich euch das wenigstens mal halbwegs zeigen. So richtig macht er zwar immer noch mit, noch nicht mit, was ich leider nicht verstehe, warum, aber hier sieht man es halbwegs gut. Auf jeden Fall ist hier wie so eine Tafel dran, wo eben das Gewicht drauf steht, Leergewicht, dann Nutzlast. Und das ist eben über 2 Platten gedruckt worden. Und das einfach. Kein Versatz drin, das sieht perfekt aus, der Druck sieht super aus, das passt perfekt aufeinander. Dafür eben mal wieder einen Daumen hoch nach Kobi, das musst du erstmal so hinkriegen. Ich baue jetzt auf jeden Fall weiter. Ich denke, ich baue es jetzt fertig. Wenn noch ein Zwischenschritt kommt, habe ich wahrscheinlich was zu meckern, weil wenn nicht, hätte ich es fertig gebaut. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß damit. Tja, und fertig gebaut ist die 2403, der Typ 166er Schwimmwagen. Fangen wir einfach mal mit der Figur an. Die Figur. Finde ich, ist sehr, sehr schön getroffen. Ich meine, das soll halt so natürlich ohne Symbolik und ohne eindeutige Sachen den Deutschen darstellen. Den bösen Deutschen, der verbittert und grimmig guckt. Es ist so wie Deutsche halt immer dargestellt werden in Zweiten Weltkriegssets. Finde ich aber völlig in Ordnung. Ich finde, die Figur sieht sehr gut aus. Die Kappe sieht sehr gut aus. Sie ist gut ausgerüstet. Es hat zwar nur eine Brustbedruckung, keine Armbedruckung, keine Rückenbedruckung, keine Beinbedruckung. Aber die Figur macht was her. Die sieht sehr gut aus. Dann haben wir wie immer dieses kleine Schild hier da. Das VW Typ 166 Schwimmwagenschild ist. Ähnlich wie bei der Fokker, ähnlich wie bei den Trabant, ähnlich wie beim Wartburg. Das Schild kennen wir alle. Das Modell an sich sieht wirklich sehr schick aus. Wir haben die Bedruckung hier an der Seite und wir haben die Bedruckung vorne auf der Frontscheibe. Hier ist auch dieses Mal das Grau sehr gut getroffen mit dem anderen Grau, was eben hier auch verbaut ist. Also dafür gibt es einen Daumen hoch. Ich finde es sehr cool, dass das so ein bisschen ausgerüstet ist, hier mit dem Paddel und dass hier das MG mit drauf ist. Und ein cooles Detail finde ich, dass wir hinten noch diese Art Bootsmotor haben und wir können diesen Bootsmotor dann auch rumklappen und so würde dann der Schwimmwagen eben im Wasser unterwegs sein. Finde ich cool gemacht, ist detailverliebt, ist cool, dass sie das auch mit einer Klappe gelöst haben. Dann finde ich es ganz cool, dass wir hier vorne diesen Dekoschlauch haben. Der ist auch ordentlich gelöst. Da habe ich sonst mit anderen Modellen manchmal meine Probleme, wenn solche Flex-Teile mit dabei sind. Hier ist das Teil wirklich sehr gut, fügt sich gut ein, hat denselben Farbton und das passt sehr gut. Cool finde ich es auch noch, dass wir hier vorne den Ersatzreifen haben. Das ist ja sehr charakteristisch für den Kübelwagen und dafür gibt es auch einen Daumen hoch. Dann haben wir hier das MG, was man nach oben und nach unten bewegen kann. Und ein bisschen zur Seite. Das ist aber hier nur auf so einem Pin gelagert. Deshalb seitlich ist schwierig, da kann man es auch gerne mal abmachen. Es ist aber sehr gut beweglich nach oben, nach unten. Hätten sie vielleicht noch ein bisschen schöner lösen können, aber es ist völlig okay. Wir müssen bedenken, 200 Teile. Dann die Scheibe. Kann man hier kippen, kann man also sich in dem Winkel einstellen, wie man möchte. Das finde ich immer schön, weil wenn man das ins Regal stellt und dann sagt man so, oh, cool, aber da ist jetzt irgendwie eine Spiegelung drin, die ich nicht so schön finde, dann kann man halt die Scheibe mal ein bisschen anders nehmen und die Spiegelung ist weg oder halt nicht mehr drin. Das finde ich sehr gut. Hier haben wir dann noch diese Lehnen, diese Stangen, wie man das halt kennt von dem Kübelwagen. Hier diese Griffe. Es ist einfach sehr gut, es ist detailgetreu und es ist für 200 Teile echt eine sehr gute Darstellung vom Kübelwagen und dafür gibt es einen Daumen hoch. Die Teilequalität ist Kobi-typisch, sehr, sehr gut, da gibt es gar keine Probleme. Und wie gesagt, hier sogar noch ein Stückchen besser als bei den anderen Kobi-Sets. Also dafür wirklich Daumen hoch, das geht nicht mehr besser. Das ist wirklich oberste Liga von der Teilequalität.
Der Bau hat Spaß gemacht. Man baut ungefähr eine Dreiviertelstunde, wenn man sich beeilt, ein bisschen kürzer. Aber wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Für diese Dreiviertelstunde Spaß bin ich auch gerne bereit, das Geld zu zahlen, was ich gezahlt habe. Den bekommt ihr beim Taschengelddieb für um die 10 €. Den bekommt ihr auf anderen Webseiten vielleicht für 12, 13 €. Müsst ihr einfach mal gucken. Ich verlinke ihn euch beim Taschengelddieb. Ich bin ein Fan davon. Wer auf Zweite Weltkriegsmodelle steht, wer auf den Kübelwagen steht und wer auf diesem VW steht, gibt es auf jeden Fall eine große Kaufempfehlung. Kann ich euch nur empfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr dieses Modell selber auch besitzt, könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt gerne, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like und ein Abo dalassen. Haut rein, euer Krieg der Steine.